Friedensvertrag hängt hier und bei Gott, wenn du ihn entfernst, Patrick, wir werden Ärger bekommen. Ja. Wir haben einen Friedensvertrag mit Patrick unterschrieben. Hallo? Hallo? Spielst du gerade Minecraft? Nein. Nee, warum? 21 Uhr Minecraft. 21 Uhr erst? Was machst du gerade Schönes? Erzähl mal. Arena-Modus ist back mit der Spectator-Tool ist da. Echt alles jetzt? Alles ultra geil. Ja, ja, ist alles richtig geil. Okay, und wann spielen wir nochmal Fortnite zusammen? Ich war ja schon sehr gut. Der können wir nächste Woche gerne machen. Ich habe viel Zeit jetzt immer abends. Jody ist gerade unterwegs. Aber an sich, Max, ich habe Bock, Alter. Ich habe richtig Bock auf dich. Und, ich hab Bock auf alles. Deine geilen, Minecraft und Fortnite. Deine geilen Backen, Junge. Okay. Habe ich meinen Schlüssel, Alter, dabei? Habe ich dabei. Sehr gut. Patrick kommt um, glaube ich, 19 Uhr, hat er gesagt. Wird auf jeden Fall ein entspannter Stream heute. Ich glaube, Patrick ist erstmal unterwegs. Glaube ich, bis 19 Uhr. So, wir haben auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ruhe. So, wir können erstmal ein bisschen chillen, Mann. So, erstmal hier ganz neu, Leute. Vielleicht die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Hier mein Schlüsselsystem, Alter. Ich kann hier aufschließen, Mann. Absolute Monster-Ehre, dass er mir das hier gebaut hat. Wirklich crazy. Keine Ahnung, das hat sich halt nicht viel verändert. Ein Minecraft-Haus, ne? So ist halt von außen ziemlich sexy, muss ich sagen. Ich würde drin wohnen, Alter. Ich finde es sehr, sehr geil. Geil! Ich wollte heute diesen Turm hier noch fertig bauen. Wir bringen heute das Haus auf jeden Fall auf Vordermann, Alter. Wir zimmern das jetzt hier fertig, Leute. Und dann jagen wir irgendwem irgendwas kaputt. So, ich hab, muss ich sagen, die Zeit des Friedens ist langsam vorbei. Heute wird Harmonie ganz klein geschrieben, Leute, ne? Hallo. Romatra, mein gutes Dorf, wie geht es dir? Ganz gut, ganz gut. Ich habe heute ein bisschen alleine Nein. machen wollen. Nein. Warum? Weil ich überhaupt nicht vorankomme, Alter, wenn ich mit euch spiele. Nein. Scheiße, Leute. Nein. Nein. Nein, ich muss mich jetzt umbringen. Nein. Wieso? Ich kann nicht höher bauen. Oh, nee. Oh, nein. Nee, Alter, nee. Ja, Junge, weil das Höhenlimit hier ist erreicht. Och, Mann, Alter. Och, Mann, nee. Doch. Nee, Alter, nee. So, ich bring mich jetzt um. Den Tod habe ich verdient, Leute. Den Tod habe ich verdient. So. Romata, warte, ich muss mich doch schnell abreagieren hier. Ja, warte, ich schau mir das kurz an. Ah! Ja gut, du könntest natürlich auch das ganze Haus nochmal abbauen, ein bisschen den Berg abtragen und nochmal aufmachen. Ja, Spark, wenn du deine Maschine für mich bauen könntest, wäre das super, die einfach mein Haus mit Pistons nach unten pusht. Ansonsten... Eine TNT-Maschine bauen, die dein ganzes Haus wegspringt. Ja, das hilft mir jetzt nur bedingt weiter. Einen wunderschönen guten Tag. Early Boy, kommst du heute noch bei Craft Attack rein, mein gutester? Ja, wieso? Early Boy, die maximale Bauhöhe, ne? Ja. Die sagt, man erzählte mir, du wärst in der Lage, diese zu ändern. Naja, theoretisch, aber dann werden viele Leute was dagegen haben, glaube ich. Warum? Naja, weil man das abstimmen müsste, weil das verändern wir ja Vanilla mit. Ja, aber Early Boy, also ich kann mein Haus nicht fertig bauen. Ja, der Architekt hat hier voll reingeschissen, das Fundament wurde gelegt, sage ich mal. Und jetzt ist da oben kein Platz mehr für meinen Turm. Warum lachst du jetzt? Early Boy. Scheiße, wie kann... Nein, nicht wirklich, oder? Early Boy, ich habe extra schon hier planiert alles, aber was soll ich tun? Oh, das tut mir richtig weh. Ja. Jetzt hast du es geschafft. Ja, hoch hinaus wollte ich. Ja, und du? Ja, reiß doch einmal dein Haus ab, baust nochmal neu. Early Boy, bitte, das ist keine Möglichkeit. Steht jetzt schon unter UNESCO-Weltkulturerbe hier. Das funktioniert nicht. Ich guck mal, ob es so einfach möglich ist. Es gibt zwar eine Einstellung, aber ich weiß nicht, wenn man die höher stellt, ob das nicht nachher sogar kaputt geht. Hey, Early Boy, wir hören uns gleich, ja? Liebe geht raus, bis später. Tschüss. Kunga. Ja, bitte. Hast du Prismarinblöcke? Ja, wir haben aber nicht viele. Wir sind gerade dabei, eine Farm zu bauen, weil wir haben einen Tempel gefunden. Blöcke brauche ich für meine Burg. Warte lieber, bis wir die Farm gemacht haben. Nee, brauch jetzt, Kunga. Es ist wichtig, weil UNESCO kommt heute vorbei, wegen Weltkulturerbe. Wer ist UNESCO? Achtung, Achtung, Leute, jetzt passiert's, es passiert. Wir haben Besucher. Guck mal hier, Leute. Knossi ist eingezogen. Jens sieht genauso vergammelt aus wie du, wirklich. 1:1. Du nach einer Nacht Club, genau das gleiche Gesicht. Huch! Ich hab Informationen über ein Attentat, was Petrit eventuell gegen mich verüben möchte. Gegen mich? Ja. Aus welchem Grund? Weißt du, welche Leute immer Attentate abbekommen? Hochrangige Politiker und wichtige Menschen. Das sollte für mich eine Ehre sein, klar. Ja. Aber ich fühle mich langsam nur noch belästigt und genervt. Aber soll ich dir sagen, was ich für Informationen erhalten habe? Nein, bitte. Der meint irgendwie, der hat 3 Stacks TNT. Hat er nicht. Ist das für Informationen? Hör mal auf, sowas zu sagen, bitte. Ja? Ja, Leute, wir machen jetzt hier raus eine Ruine, Alter. Das bringt ja nichts, die Pisse hier. Was sollen wir denn tun? So, hier, jetzt zimmern wir einfach eine Glaskuppel rein. Und dann kommt hier oben ein Teleskop rein. Und dann tun wir so, als hätten wir ein Teleskop. Wir sind nämlich einen von den ganz Reichen. Leute, ich hab die Schlüssel vergessen, Scheiße, Alter. Und ich bin raus. Ich bin raus, Alter. Also hab meinen Wassereimer zu Hause vergessen, mich ausgesperrt. Na, super, Leute. Aber hier, Leute, guck mal. So, Leute, ich hoffe mal, dass dieser... Also, ein Pillager zu transportieren ist saunervig. Das ist das Ding. Ich hoffe mal, dass der keine Scheiße baut jetzt, Leute. Wirklich. Der klingt doch genauso wie Petrus. Petrus' Kopfstimme ist genauso. Ha.
Klingt 1:1. 1:1. Kopfstimme. Warte, schießt der nicht das Minecart kaputt, wenn ich den da... Naja, der kann da schon rumböllern und wenn das getroffen wird, dann... Aber ist das One-Hit? In der Regel ja schon. Also Boote und Dings müssen durch Pfeile One-Hit sein. Aber ich habe ja ein starkes Minecart gekauft. Ich glaube, man macht keinen Unterschied. Spark, bitte. Was kann ich denn dafür? Ja, gönn mir doch einfach. Ewig, ich glaube an dich. Also du wirst es langfristig, wirst es schaffen. Ist halt einfach wieder eine super unnötige Aufgabe, die ich hier mache, ne? Richtig. Also bringt ja wirklich niemandem was ich hier tue. So, komm, habe ich den doch jetzt hier raus? Kite? Da kommt er automatisch hier raus, oder? Nicht auf das Minecart schießen. Komm raus. Sag mal, du Bot. Schau mal, das macht doch alles keinen Sinn, was du hier tust. So, jetzt nicht mehr schießen. Falsche Richtung, du Bot. Stressiger Hase, Alter, wirklich. Pietro, beruhig dich bitte. Pietro, komm. Der hat Spaß, Leute. Der hat den geilsten Tag seines Lebens, guck mal. Und trotzdem gibt er noch Sniper-Schüsse. Der ist ein richtiger Krieger, man merkt das. So, Leute, wir haben ihn gleich da, wo wir ihn haben wollen. Stell dir vor, ich gebe dem neues Leben, Alter. Zu Hause, weißt du, was ich meine? Ja, baue hier extra meine Hütte für den um. Und der verhält sich so. Was ein Arsch, Alter, wirklich. Ja, der kommt hier in die Ecke rein. Klar, Leute, der kommt hier rein. So, Leute, dann wohnt jetzt Dieter Lombardi da, Alter. Mega geil, Mann. Er ist eingezogen. Wie heißt der? Dieter Lombardi. Ey, wenn er jetzt die ganze Zeit dieses Geräusch macht, dann bringe ich den eher von 10 Tagen um, Leute. Der ist richtig aggro auf den Pigman, ne? Dieter und Knossi hassen sich also, okay. Interessante Love Story, Leute. Das wird natürlich geil. So, Leute, also das sieht auf jeden Fall, würde ich sagen, dieses Haus hier ist doch schon eine ziemliche tasty Angelegenheit. Oder es schmeckt, würde man sagen. Ich fütter erstmal kurz aus meinen Hund, Leute. Akani! Guten Hunger, mein Gutes da. Lass es dir schmecken. Auf Ehre. Auf Ehre. So. Patrick ist joined, Bruder. Patrick ist joined. Der hat gejoined. Server, was machst du jetzt, Revi? Ich denke mal, ich werde mich jetzt erstmal entspannen. Mhm. Und die Situation beobachten. Wir schauen mal, was sich ergeben tut. Ich muss ja auch was holen gehen. Wie kommt... Wer snackt wieder? Aua. Oh, ich habe gerade ganz einen Liter Wasser getrunken. Ich habe Kopfschmerzen. Patrick fragt, wo sitzt meine Axt? Gib sie mir. Wo sind meine Axt? Gib sie mir. Wo sitzt meine Axt? Hier, Leute, es gibt News von Patrick. Okay, sprich, mein albanischer Ehrenbruder. Ja, genau. Ja, was gibt's denn da zu sagen? Patrick, was geht ab? Patrick, wir zwei chillen, wir sind cool, oder? Naja, solange du mir die Axt, wenn du mir die Axt zurückgibst, dann Mann, sind wir cool. Ich kann dir die nicht wiedergeben, Alter. Ich möchte die echt behalten. Warum? Weil ich die einfach gerade die ganze Zeit benutze. Die ist eh schon fast kaputt. Benutz die, dann benutze ich auch mein TNT hier. Das ist schon wieder unnötig. Könnte ich mit dir reden eigentlich? Nein, sprich doch. Okay. Nein, ich geh jetzt weg von der Stadt. Ich geh jetzt irgendwo, weil ich auch jetzt gehen werde. Ich geh jetzt einfach. Du musst mir jetzt nicht kommen mit Leb in Angst, Pipapo. Ich werde dich jetzt finden, ich werde dich jetzt holen. Ich habe jetzt keinen Bock, dass du dir außerhalb irgendwo eine Terrorzelle aufbaust und mich die ganze Zeit abfange. Darauf habe ich keinen Turn. Guck mal, ich habe dir wirklich nicht viel getan. Eigentlich gar nichts. Du hast mich deutlich mehr abgefuckt. Und das weißt du, ganz genau, das weißt du. Von Grund auf weißt du, dass ich recht habe, Alter. Ganz ehrlich, ich will nicht, dass du gehst, weil erstmal habe ich dann keine Übersicht darüber, was du machst, das ist richtig gruselig. Das ist gruselig, ja. Deswegen gehe ich auch. Und zweitens, du wirst eh nichts brauchen, du wirst keinen machen, oder? Guck mal, wir beide sind jetzt miteinander wieder cool, ist doch alles entspannt. Nein. Warum nicht? Sag mir einen Grund, warum wir beide nicht einfach chillen können. Weil du mir noch Sachen schuldest und weil Junge, es ist eine Axt, Alter, entspann dich mal. Ja, es geht ja nicht um die Axt, die fahre mich eine Stunde neu, aber ich wurde verbannt. Stunde ich nicht bin mal. Ich bin nicht erwünscht, deshalb gehe ich jetzt. Na, du bist nicht da erwünscht, wo du gebaut hast, und zwar unter meinem Haus, du Bot. Wenn du jetzt anfängst, von außerhalb immer wieder Stress zu machen, ja, dann sage ich dir, dass das für dich und dein Lager, was du dir außerhalb gerne aufbauen kannst, nicht gut enden wird. Wenn du mein Lager anfasst, ne, dann... Anfasst erstmal nicht anfasst. Sprich mal vernünftig Deutsch, Alter. Wenn du mein Lager irgendwie berührst... Berührst gut. Ja, Digga, dann wird mein TNT schön dein Haus wegballern. Schwachsinn, Patrick. Guck mal, du warst die ganze Zeit bei mir. Ich hab dich getötet, nur wenn du gebaut hast. Ich werde jetzt produktiv sein. Aber ich möchte nicht, dass du jetzt hier anfängst, mich zu bedrohen oder sowas. Da hab ich keinen Bock drauf. Ich möchte, dass du einfach chillst, wir beide chillen, okay? Wir haben kein Problem miteinander, alles easy, okay? Okay, wenn du meinst. Bro, aus welchem Grund sollst du denn jetzt außerhalb dir eine Base aufbauen, nur um mich wieder abzufangen? Ich baue nur eine Base, Digga, chill mal. Es ist nur Nein, eine Base. Du baust nicht nur eine Base, Alter, ich kenne dich. Du hast gerade noch gesagt, ich lebe außerhalb, leb in Angst. Das ist halt so meine Art, wie ich rede. Dann, wenn du dir in die Hosen kackst, das ist mein Problem. Ich werde deine Base direkt finden, das sage ich dir. Patrick, komm mal.
Lass chillen, bau dir in der Nähe ein Haus einfach, damit wir gucken können, wie, was du machst. So, wir beobachten dich ein bisschen, weißt du? Ist besser für uns alle, glaub mir. Erstmal darf ich nicht auf einmal da... Nee, Digga. Nicht bei uns direkt, so ein bisschen um die Ecke halt, weißt du? Ja, Digga, ich hab Bock auf diese Stimmungsschwankungen. Ja, jetzt darf ich und auf einmal darfst du darfst nicht. Du darfst generell nicht, aber ich will halt, dass du in Sichtweite bleibst, damit wir ein bisschen gucken können, was du so machst, weißt du? Aha. Verstehst ja, du doch, oder? Nee. Okay, pass auf, dann werde ich deine direkt finden. Ja, mach, berühr. Dann machst du quasi... Ja, was quasi denn? Du bist bei mir auch in der Base rumgekaspert, also darf ich ja wohl bei dir auch mal gucken kommen, oder? Ah, du musst einfach wirklich... Nein, halt's Maul, Alter. Du musst wirklich einfach lernen, Digga, dass es eigentlich kein Problem gibt, okay? Guck, wegen dir muss ich mit Hand Holz abbauen, weil ich mir die Axt nicht gegeben habe. Wo ich du, eigentlich von dir so bin. Du, das ist so ein Bullshit, Alter. Das ist so ein Bullshit. Das, was wegen mir? Lappen, Alter. Ich bin voll verzaubert, ich muss mit Hand abbauen. Holz. Ja, heul mal nicht rum, Junge. Du hast mein komplettes Haus gestern angezündet. What the f***? Wow, wie schlimm, Revi. Oh, wie schlimm. Ich hab daran ja nur die ganze Zeit gearbeitet. Richtig scheiße, Patrick. So unnötig halt einfach, so eine Sache zu pullen. Lächerliches so. Verhalten, wirklich. Einfach nur lächerlich. Tut mir leid. Ich hab keinen Bock, jetzt darüber zu diskutieren, ehrlich gesagt. Ich hab echt keine Lust. Ja, okay, dann fahrt's los, Alter. Ich werde dein Haus finden. Okay, wenn du in der Nähe bist, dann... Was sag's? Nein, sag ich. Gut, dann mach Yalla, hau ab. Kevin? Ja? Wir sollten gucken, wo Patrick hingeht, Alter. Ja, können wir machen. Machen wir noch mal Essen hier. Geil. Soll ich dir in WhatsApp ein Bild von meinem Essen schicken, Revi? Kevin, Alter, wirklich jetzt mal Real Talk, bitte, komm. Das Ding ist, wenn wir nicht wissen, was Patrick macht, Alter, können wir davon ausgehen, dass er sich außerhalb irgendwo hochfarmt und dann Scheiße anfängt bei uns zu bauen. Immer wieder mit dämlichsten Attacken hier hittet. Immer wieder. Ist das euch egal, Alter? Ich hab darauf keinen Bock. Nein, ich meine, wieso können wir nicht einfach sagen, hey, du kannst machen, was du willst, solange du uns nicht mehr abfängst? Er wird halt ab. Weißt du, was ich meine? Patrick, guck mal. Wir machen folgende Deal, okay? Bau dich außerhalb auf, alles dies, das, Patrick, aber fang nicht an, uns abzufangen. Okay? Ich sag nichts. Revi, lass mich einfach in Ruhe, okay? Patrick, kannst du mir dieses Versprechen geben? Ansonsten muss ich halt wirklich schauen, was bei dir abgeht. Ich werde dir kein Versprechen geben. Das warum halt nicht? Weil ich will einfach nicht. Hey, Junge, ich raff halt nicht, was deine Mission ist, ne? Ich versteh's nicht. So ein peinliches kindliches Verhalten, ja, Junge. Dann hau ab, Alter. Dann hau ab, Junge. Und ich sag dir eins, wenn du einmal dich bei mir im Haus blicken lässt, ich mach bei dich tot. Ja, schon gemutet. Er hört dich nicht mehr. Ja, perfekt. Leute, okay. Wo ist Patrick jetzt genau? Lass ihn, ganz ehrlich, Leute, ich will wissen, wo er ist. Ich will wissen, wo er ist. Rumatra, Kevin, ihr safe auch, oder? Wieso kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Hä? Wird er nicht tun, Alter, wird er nicht tun, Junge. Ja, er will gehen und er meinte ja schon wieder, aber du wirst sehen, ich sag gar nichts. Ich weiß, dass Patrick, wir hatten das schon so oft, Alter. Der wird wieder Scheiße bauen. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Ist er hier oder was? Er ist unter Gomme, okay, ich flieg mal rüber. Was soll ich jetzt machen? Ist er unter diesem Haus? Guck mal, ich will jetzt hier nicht unnötig Streit drauf beschwören, aber ich glaube, ihr versteht mein Hustle. Ihr versteht, was für ein Problem ich damit habe. Oh mein Gott, ich sehe ihn, Leute. Ich habe ihn gefunden. No joke. Ohne es zu snipen. Ich bin krass. Okay, Leute, wir werden ihm jetzt folgen und gucken, was er macht. Mann, die verraten voll meine Position. Jetzt ist er weg, oder was? Ne, ist immer noch da unten. Die schreiben alle, Revi beobachtet dich. Er sieht dich. Mein Gott, Alter. Ich hab ihn verloren, Leute. Ne, ist unter mir. Oh mein Gott, er baut sich die Base direkt bei uns in der Nähe, Digga. Das ist kein gutes Zeichen, Mann. Der hat einen Geheimgang. Echt? Ja, er hat einen Geheimgang mit einer Leiter, die geht hoch. Wohin? Ich weiß nicht. Alter, wo kommt der raus? Er hat eine riesen Base. Hat er eine riesen Base, Alter. Okay, Leute, er hängt hier irgendwo in der Ecke. Ich will halt nur wissen, was er vorhat, Mann. Ich glaube, er hat sich bemerkt. Okay, hier ist seine Crafting Box. Er hat sich hier vorne. Da ist die Leiter, Roman. Siehst du sie? Er guckt deinen Stream. Okay, er hat hier auf jeden Fall was gebaut. Guck mal, hier ist die Leiter. Aber hat er nicht gemeint, er geht voll weit weg? Er ist original. Ja, das ist halt auch, das ist richtig, genau. Das ist halt wieder das Ding. Allein, dass er wieder so in der Nähe hängt, Alter, zeigt ja schon wieder, dass er gerne... Hier ist er nicht, okay. Gar nicht alles gut, Alter. Ich glaube, er ist ein Windschutz. Er baut sich im Berg ein. Ich frage es halt nur, wo. Gerade haben wir halt Glück, dass Nacht ist, aber es wird gleich Tag. Siehst du irgendwo seinen Namen? Rechts. Ja, wo bist denn du hin? Jungs, ich will... Oh, ganz böse Nummer. Ich werde von Pillagern angegriffen. Patrick hat sich mit Pillager verbündet. Er ist in die Richtung weiter. Ich sehe Patrick. Bro, der will Faxen machen. Der will richtig Faxen machen. Siehst du mich? Ja. Romata, nicht, wenn du uns gerade eine Finte oder so eine Falle stellt hier, ne? Wieso machen wir das hier nicht gerade? Ich will wissen, was er vorhat. What the f***? Wo ist er hin? Romata! Was war das? Creeper? Ja, wir werden ihn nicht klatschen, wir werden ihn nicht angreifen. Wir müssen erstmal beschatten und gucken, was er macht. Der läuft jetzt hinten zu Kunga, aber der will bei Kunga in Nether gehen jetzt. Ich bin hier unten bei Kunga, ich check mal, was der gerade macht. Ich bin jetzt auch bei Kunga.
Fuck! Die ziehen Bogen, die schießen auf mich. Ich weiß nicht, Konga, ihr seid umstellt, wo ist Petrit? Was umstellt? Ich hab oben mein komplettes Team stehen. Wo ist Petrit? Du weißt, dass Jens und ich hier gerade sind, ne? Überreden, ja. Deswegen wird ja, es ja, ja. So. Rückt Petrit raus, sonst werdet ihr sterben! Wo ist Petrit? Petrit war nicht hier. Petrit war hier, der hat den Netherportal genutzt zum Fliehen. Wo ist der? Fliehen? Ich wo weiß ist der? Ist bei uns. Wo ist Petrit? Der ist nicht hier. Das war eine Finte. Jungs, zurück. Ich sag doch, der war nicht hier. Der war hier, Kunga. Du steckst mit dem unter einer Decke und ich weiß das, dass du ihm geholfen hast. Ja, der war kurz hier. Ja, du hast ihm aber geholfen zu entkommen, Alter. Digga, er ist wieder auf dem Weg zu bauen, Mann. Das ist safe. Petrit ist wieder dieser eine Bösewicht aus so Cartoons, Alter, die es nicht hinbekommen. Er greift mich die ganze Zeit an mit Bogen. Ja, also er hat dich zuerst attackt? Ja. Okay. Er ist gestorben, Junge! Ich muss ihn töten, Alter! Der hat mich mit Bogen die ganze Zeit angeschossen! Er hat mich die ganze Zeit angeschossen, was soll ich machen? Er kommt! Baust hier so eine Barriere, so richtig räudig in den Weg, Alter! Ja, war so klar, dass du verhandeln willst, ne? Ich wusste, ich hab das schon gerade vor 5 Minuten predicted. Also, Digga, ne? So, Petrit, guck mal. Komm hier ans Verhandlungsfenster, komm. Nein, erstmal will ich was sagen, dann okay, Fenster wir. Zu, dann reden wir nicht. Ja, Petrit, komm bitte, wir wollen doch nur wissen, Alter. Pass auf, Petrit, wir schließen einen Friedensvertrag ab, okay? Ich schiebe diese Leier. Friedensvertrag, Bro, guck mal. Wir sind dir im Dschungel gefolgt und wir haben gesehen, dass du da irgendwo versucht hast, außerhalb was aufzubauen, so, alles cool. Aber dann habe ich vom Plan mit einer Kanone und sowas gehört und das gefällt mir gar nicht. Weißt du, was ich meine? Klar, was du gerade für eine Guck mal, Petrit, wir machen einen Friedensvertrag und du kriegst deine Sachen dafür wieder. Du unterschreibst den, okay? Und du machst keine mehr bei uns. Alles cool. Gönn doch, guck mal hier, pass auf, ich gebe dir sogar deine Axt zurück, okay? Okay. Und dann unterschreibst du den Friedensvertrag. Nein. Wieso nicht? Warum nicht? Warum möchtest du nicht einfach Frieden haben, Petrit? Warum willst du nicht einfach in Ruhe mit uns leben? Will ich doch. Aber warum dann unterschreib doch den Friedensvertrag, das Angebot gerade, Digga. Okay, Petrit, pass auf, deine Sachen liegen hier hinten. In der Kiste. Okay. Romana, wenn man das Fenster zu. Ich hab hier 3 TNT. Ich kann deinen ganzen Krams sprengen, wenn du möchtest. Ja, lass mal bitte. Ich will jetzt. Okay, will gut. Nicht diese Leier. Sprengung kommt. Also, mach Fenster zu. Fenster zu, Romana, Fenster zu. So, Petrit. Was? Petrit. Wir schließen einen Friedensvertrag, ist das klar? Digga, komm. Digga, das macht aber keinen Sinn. Ihr habt mich jetzt gespawnt, Rip. Ihr habt mich gerade gekillt. Wir wollen und doch einfach nur in Ruhe mit dir spielen, Junge. What the fuck? Lass uns doch den Friedensvertrag unterschreiben. Ich würde dir sogar den Schlüssel für mein Haus geben. Oh. Ich habe ihn hier in der Hand, Petrit. Komm. Hier ist alles drin, in der Kiste. Guck mal, Petrit, siehst du das hier? Schau mal nach hier rechts. Das ist ein Ohrschloch, okay? Und wenn wir jetzt so weitermachen, dann mache ich Folgendes daraus. Romata, geh mal da weg. Stell dir vor, das ist ein Ohrschloch, Petrit, okay? Und wenn du so weitermachst, dann mache ich damit Folgendes. Verstehst du, was ich meine? Und sämtliche Fraktionsangehörigen von Petrit einen einvernehmlichen. Egal, komm jetzt mit dieser Bürokratie. Dieser. Kein Mord, kein Angriff auf Leib und Digga, was Seele. Was passiert hier eigentlich? Zweitens, kein Diebstahl aus Kisten. Drittens, kein Griefing. So, Petrit. Romatra, formulier du bitte die Konsequenz aus. Was ist denn die Konsequenz? Die Konsequenz ist die mehrfache Hinrichtung. Hey Junge, falls was übertreibst du jetzt? Falls wieder vor? Gehandelt wird. Geile Formulierung. Oh mein Gott, sehr ja. Geil, Alter. Petrit, du schließt den Friedensvertrag nur mit Almans, das weißt du, ne? Okay, ich lese nochmal alles vor. Hiermit bestätigt die Dschungelallianz und sämtliche Fraktionsangehörige von Petrit einen einvernehmlichen Frieden. Dieser Frieden umfasst kein Mord, kein Angriff auf Leib und Seele, kein Diebstahl aus Leib und Seele, Petrit, ganz wichtig. Das heißt, du darfst mich auch nicht einfach abfacken. Ich habe keine Ahnung, was diese Wörter bedeuten. Behältnisse ohne vorher gefragt zu haben. Kein Creeping, Zerstörung von Gebäuden und ähnlichem, falls dem zuwiderhandelt wird. Wird unverzüglich das Kriegsrecht ausgesprochen und der Zuwiderhandelnde als vogelfrei erklärt. Sehr geil. Da kommt das dann rein und wenn das entfernt wird, Petrit, dieses Buch, Unterschrift Dschungelallianz. Petrit, es liegt an dir. Komm, unterschreib den Vertrag. Chill mal, Digga, ich geh jetzt auf Toilette. Was? Ja. Petrit, Junge, unterschreib diesen Vertrag, Alter. What the fuck? Petrit, es wird keine neue Seite dazugefügt, ne? Gib mir den Vertrag. Der Vertrag hat ab dem 16.11. keine Gültigkeit mehr, Petrit. Hör auf, chill doch mal. Okay, gut.
Du hast dir selber gerade dein Grab geschaufelt, Patrick. Ich habe dir wirklich alles angeboten, Alter. Ich hätte dir den Schlüssel für meine scheiß Wohnung gegeben, Junge. Deine Sachen sind jetzt komm, meine Sachen, Alter. Ich hab Bock auf Frieden. Komm, bitte, nein, ich hab Bock nein, auf Frieden. Nein, ich hab nein, Bock nein, auf Frieden. Nein, 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 nein. Ich find's kein bisschen funny, muss ich ehrlich sagen. Nein, hier, Patrick. Schreib neu, okay. Komm. Unterschreib. Ja, jetzt. Die noch. Komm, gib. Das ist sicher, gib. Was ich auf Albanisch geschrieben habe, stimmt. Gib mir den Friedensvertrag. Was steht da? Auf Albanisch? Ja. Ich sag nicht, was da steht. Kein Griefing, auch Abriss von Häusern und anderen. Hast du bei Google Besitzer gegeben? Ja. Ja, okay, das steht. Ja, okay. Wird wohl richtig sein. Du hast ihn unterschrieben, du Penner. Was? Egal, Buch ist signed bei Petre, das zählt, okay. Friedensvertrag hängt hier und bei Gott, wenn du ihn entfernst, Petre, wir werden Ärger bekommen. Deine Sachen liegen hier bei Spark. Vor der Endertruhe. Ja, die sind gleich weg, ne? Alter, Max! Max! Hallo? Wir haben einen Friedensvertrag mit Petrus unterschrieben. Okay, sehr gut. Wir haben Frieden verhandelt. Sehr gut, sehr gut. Hä, warum bist du so nicht euphorisiert? Hatten wir gestern auch schon so halb. Revito, wir oben raid bei dir im Pool. Halt's Maul. Wirklich? Warte. Geil, Alter. Hä, du hast bei mir oben raid getriggert? Revi? Also wenn ihr Banner kriegt, kann die gut gebrauchen. Was geht hier ab?